Was ist da unten? Lava. Ich hab so Angst, ey. Das wäre so ein langweiliger Tod. Wahrscheinlich, oder? Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Varo. Hallo. Ja, hallo. Jo, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Also ich finde ihn zurzeit echt unterhaltsam. Ja, muss ich auch sagen. Ich finde das gut geschnitten, auch wie er dann immer hier diese Fitness-Leute da parodiert. Ja, finde ich stark. Ja, finde ich. Inchcope 21, du bist aber wirklich sexuell attraktive Drecksau. Wir sind wieder bei Varo und Leute, wir sind inzwischen so verzweifelt, weil es sind ja mega viele Leute, also in den letzten Folgen und Tagen sind ja einfach am laufenden Band Teams und Menschen und sonstige Personen gestorben. Teams und Menschen. Teams sind für mich keine Menschen. Wir sind eine Symbiose, eine neue Lebensform. Wir sind Personifikationen von unseren eigentlichen gesellschaftlichen Abbildern. Ja, das hast du wunderschön gesagt. Da merkt man, dass du gerade im Abi schreibst. Und was haben wir jetzt getan, Luca? Was hast du mit da in die Konfi reingeschrieben? Also ich habe ja vor zwei, drei Folgen, war ich irgendwann unter der Erde, so wie die 10 Folgen davor auch. Und da haben wir dann mal das Thema angeschnitten, warum sind eigentlich wir immer nur alleine auf dem Server und nie mit welchen anderen? Weil wir waren ja, glaube ich, nur am Anfang und das war es dann auch schon. Mal drauf, als andere Leute auch drauf waren. Ja. Ja, zwischendurch kamen halt zwei drauf, aber nur, wo wir im direkten Kontakt mit Leuten waren. Und dann haben wir uns halt gefragt, woran liegt das? Und es liegt einfach daran, dass, denke ich, die Leute immer mehr Respekt vor uns haben, weil die einzigen, ich will jetzt nicht zu weit spoilern, die Folge kommt morgen. Es sind schon wieder ein paar Leute gestorben, soweit kann ich ja schon mal sagen. Ich will nicht sagen, wer, aber es gibt nur noch drei Teams neben uns. Das ist ja jetzt kein Spoiler, das ist ja einfach nur so eine Tatsache. Da könnt ihr jetzt nicht sagen, wer ist gestorben oder sehr. Deswegen, es gibt nur noch ganz, ganz wenig Spieler. Wir sind schon unter dem Ziel, was wir uns am Anfang gesetzt haben, also die Rangliste Dingsbums da. Und deswegen wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen Action, weil wir haben schon, wir haben jetzt, ich sag mal so, wenn wir sterben würden, wäre es nicht so schlimm, dass wir sagen würden, ja, Callcrafter macht wieder 2 Monate keine Videos, weil er kein Projekt hat oder so. Mhm. Wir haben da schon was geplant, was Cooles hier nach. Ich bin jetzt übrigens gerade wieder in der Mitte. Soll ich mal einfach im Nether irgendwie gucken? Ich weiß ja nicht. Wollen wir vielleicht erstmal wieder? Wir haben ja auch geschrieben, jemand soll nachjoinen und wir rennen gerade getrennt rum. Das ist nicht so nötig schlau. Ja, ich wollte zu dir kommen. Ich sehe hier gerade ein Pferd. Und was mir gerade eben auch aufgefallen ist, ey, ich war eigentlich richtig hohl, weil wir sind ja jetzt nicht umgezogen und man hätte eigentlich rausfinden können, wo unsere Basis ist. Und ich hatte einfach eine leere Truhe protected. Das heißt, man hätte zu uns kommen können und alles weglooten. Und das wäre komplett meine Schuld gewesen und du hättest mich auf ewig gehasst. Ja, das ist ja schön. Das wäre super gewesen. Nicht passiert ist. Das ist wirklich gut. Wie mache ich mir einen Sattel? Den musst du finden in Dungeons, glaube ich, oder? Oder ist das nicht so? Soll ich jetzt mal, sollen wir uns in der Mitte treffen oder wie sieht's? Bist du in der Mitte am Höllenportal? Ja, lass mal in der Mitte und dann lass einfach mal ein bisschen rumlaufen und so. Okay, also wir treffen uns bei den YOLO machen. Ja, wir treffen uns bei 0000000. Oder wie? Sattel Minecraft, suche ich mal ganz kurz. Ich habe auch bei Twitter gefragt. Nee, du Arschloch. Kann man sich, ich dachte schon, da wäre gerade ein Spieler, aber das war einfach nur ein Pferd. Kann man sich nicht craften. Ich weiß gerade gar nicht, was ich alles mitnehmen will. Ich packe einfach mal bisschen was mit ein hier. Brauche ich Eisenbarren? Hab ich aber nicht. Soll ich dir die Eisenblöcke mitnehmen, damit du dir einen Goldapfel machen kannst? Weil du hast ja den Apfel dabei. Das nehme ich mal mit. Allgemein mal bitte Eisen mit. Eisen, ne? Eisen soll ich dir mitbringen. Ja, und bei 00 ist irgendwo. Ja, das ist 00. Da ist so eine riesige Säule. Da können wir uns ja mal treffen. Da sind noch ein paar Pferde. Dann können wir uns vielleicht Pferde holen. Ja. Ich habe auch Zuckerrohr dabei. Du hast ja gesagt, hast du noch Leder oder sowas? So Gedöns? 11 Leder habe ich. Okay, dann hier habe ich noch 2 Leder, dann lasse ich das mal da drin. Weil ich gucke jetzt gerade eben, was ich mitnehme. Weißt du, da bin ich schon ein bisschen am Gucken. Ich nehme mal Pferd mag mich nicht. Die ganzen Pilzsuppe. Ey, mein Hund rastet sich da unten gerade eben einen ab, das ist nicht zu fassen. Wahrscheinlich kommt gerade meine Familie heim. Das heißt, wenn ihr gleich unten Schüsse hört, von wegen: Dominik, warum machst du nicht die Tür auf? Dann. Arsch, Ursan! Du bist eine Enttäuschung sondergleichen. Ich sehe ein Haus mit Lava. Du siehst ein Haus? Ich weiß gerade gar nicht, was ich genau machen soll. Luca, was soll ich denn mitnehmen? Gib mir noch mal ein paar Tipps hier. Nimm das Wichtigste mit. Warte, Moment. Bleib mal ganz ruhig, Kedos. Ja, du. Warte ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier, ne? Warte, ich komme einfach kurz zu dir. Ich bin ja gar nicht mal so weit von dir. Du kannst auch einfach kurz zu mir kommen und gucken, was da sinnvoll ist, das noch mitzunehmen. Wir haben ja auch noch Diamanten da. Wir könnten ja eine Diamantschaufel machen. Das wäre doch ein Ding, oder?
Wäre doch super. Hm? Sind wir denn gespawnt? Ach, hier sind wir gespawnt. Eine Diamantschaufel wäre super geil. Wär richtig schön. Dann wären wir auch die Diamanten nochmal effizient genutzt. Die Sache ist auch, ich habe vor 10 Minuten geschrieben, ja, Jungs, komm auf den Server, guck bisschen mal nach. Campen, ne, joint mal nach und es war immer noch keine Antwort gekommen. Tja, sieht nicht so aus, als hätte da irgendjemand Bock drauf. Ja, findest du denn zurück zu unserer Basis? Ich finde auf jeden Fall zurück. Du, ich hab, weil ich, die, hab ja, ich bin ja umgezogen. Hast du da einen Plan, wo du hin musst? Du bist umgezogen. Ja, ich bin in der letzten Folge, habe ich nichts anderes getan, als unser Zeug umzuziehen. Oder wegzubringen, woanders hin. Ah, Spannung. Ich kann dich ja auch einfach mal suchen. Ich also, finde das ja bestimmt irgendwie. Ich merke mir mal die Koordinaten. Ich bin gerade auf dem Weg zu der Basis. Wo? Warum sind hier so viele Mobs eigentlich? Ich guck mal, ob ich dich einfach finde. Wir laufen aber hier mal ein bisschen. Hier steht einfach mal so ein Zaubertisch in der Landschaft rum. Auch nicht schlecht. Stimmt, den Zaubertisch wollte ich mitnehmen. Amboss habe ich auch dabei. Gut, ich habe alles dabei, um zu verzaubern im Notfall. Ich verstehe jetzt nicht, wir haben mehr Zaubertische als Bücherregale, Kedos. Ja. Ja, wo bist du denn jetzt? Ich laufe jetzt einfach mal Richtung Mitte, okay? Sag mir mal deine Koordinaten. So, kriegst du, ja, ist ja eigentlich egal, das rauszupiepsen, oder? Scheiß drauf, YOLO! Ich bin X minus 350. Okay, ich laufe einfach zu dir, okay? Und Z 180. X minus 350 und Z... Warte, minus 350 bist du. Oh Gott, dann laufe ich in die falsche Richtung. Lass mal sagen, X minus 400 und Z 200. X minus 400 und Z 200, okay. Wir finden uns bestimmt irgendwann wieder. Ich suche hier einfach hier irgendwo eventuell. Ich bin schon wieder bei so einer schwulen Blumenwiese. Wir finden, aber ich habe ja jetzt, stimmt, ich kann mir die Koordinaten von unserer Basis aufschreiben, dann finden wir da irgendwann wieder zurück. Ich sehe schon wieder irgendwann Zuckerrohr. Wenn wir da irgendwann es ist doch irgendwie immer trauriger, wenn man jetzt so aufnimmt, weil man weiß, dass immer weniger Leute hier drauf sind. Irgendwann sind wir beiden einfach nur die Einzigen. Sind sie nur die Einzigen? Und dann machen wir Varo einfach immer weiter. So wie neulich jemand in den Kommentaren, der mich gefragt hat, wann ich denn endlich mal wieder Hero aufnehme. Ich habe auch so gedacht, ja, gut, das Projekt ist dezent vorbei. Kann man auf den Server noch drauf? Existiert er noch? Ich habe es auch letztens nochmal probiert. Ich habe aber auch mein Hexet gelöscht und wollte mit dem normalen Minecraft draufgehen. Das war halt vielleicht auch nicht so das klug. Das funktioniert wahrscheinlich eher weniger, ja. Ja, genau. Ich habe auch letztens einfach mal in unsere Hero-Confi noch was reingeschrieben. Ja, stimmt. Da sind aber nur noch Kev und ich, glaube ich, noch dazu drin gewesen. Ja, gell? Weil irgendwie wir alle anderen rausgeekelt hatten mal. Ja, Stadt Blau hat sich verstritten wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das war so schade, dass wir eigentlich nicht so viel da irgendwie zusammen gemacht haben im Nachhinein. Wir waren die einzige Stadt, wo gar kein Zusammenhalt geherrscht hat. Ja. Da hat sich dann Broken Thumbs haben sich ja dann auch noch abgespaltet, wir haben dann den Übergrund gegründet. Das ist irgendwie recht schnell auseinandergegangen, das stimmt. Das war echt traurig. Das war ganz traurig. Das habe ich aber, da hat auch meine Mama keine Unterhosen gemacht. Ey, wenn die jemals sich die Folgen anschaut, ey, die wundert sich auch, was ich da für einen Scheiß nebenbei verzapft. Ich glaube, sowas von in die falsche Richtung. Aber wann bist du denn? Ich bin jetzt gleich bei minus 500, was X angeht, und Z 400. Bei Z wolltest du zu 200, ne? Ja, ich bin genau bei den Koordinaten, mit so einem Schaf. Okay, und dann holen wir uns danach mal, würde ich sagen, Pferde, damit wir einfach so ein bisschen schneller unterwegs sind, wenn wir hier die Welt so ein bisschen erkunden. Hunde haben wir ja gelernt, bringt gar nichts irgendwie. Ne? Hunde bringt überhaupt nichts. Ich guck mal nebenbei hier bei Twitter, konntet ihr uns Sachen schreiben. Was sind denn hier so für Themen? Alles so Sachen, die wir halt schon tausendmal hatten. Ne? Was ist euer Ziel bei Varo? Ist schon längst überschossen. Das ist schon, also wir haben uns am Anfang gesagt. Wir sind dran vorbei. Wir sind so schlecht. Das ist Meilen über Meilen. Das ist unglaublich Lichtjahre davon entfernt, also im positiven Bereich. Video Day. Einfach Video Day. Punkt. Video Day. Wir haben ja gesagt, das kann man immer kurz erwähnen. Wir haben am Anfang in den ersten Folgen immer nur gesagt, ja, so Top 3. Nee, die erste Folge überleben war das erste Ziel. Ja, da bist du übrigens. Hi. Und danach kam das Ziel, ja, wir können ja mal irgendwie Top 30. Und dann haben wir das auf Top 20 angehoben. So als absolutes Ende der Fahnenstange, wo wir uns gedacht haben, das wäre der krasseste Shit, wenn wir das hinkriegen. Und jetzt sind wir einfach in der Top 15. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das dürfen wir noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wie viele Tote da schon feststehen. Ja, ich weiß, dass so. die meisten stehen fest. Also das ist, wir verraten ja auch nicht wer oder was. Und in dem Sinne ist das ja kein Spoiler. Deswegen, wir sind da auch immer sehr, sehr vorsichtig, weil wir halt diesen Spielreiz so als einziges Team, mehr oder weniger würde ich sogar sagen, erkennen. Es ist PvP und wir gehen extrem vorsichtig vor, bevor wir in andere Kämpfe gehen und so. Wir versuchen hier keine Spoiler rauszutreten und alles mögliche. Also da intern gibt es Diskussionen, dass das, was ich gemacht habe, falsch war, obwohl es wirklich ein PvP-Projekt ist und als ich da in der Basis von... Ja, aber das war ja auch also das einzige Team in dem Sinne. Petrit ist ja auch wirklich PvP-aggressiv vorgegangen. Und es ist einfach schade, dass bei... Von der Community. Ja, genau, das meine ich. Vielleicht zwei Eisenbachen geben.
zwei Eisenbocken, komm, ich gebe dir einfach mal die Hälfte von meinen. Bitte schön, hast du 32, damit sollte sich genug anfangen lassen. Denke ich doch mal. Ich verstehe, dass man sich so einen Sattel machen kann, aber kann man sich gar nicht. Ja, ich glaube, den muss man echt finden, also wenn ich mich recht... Wir haben ja auch mega viele Pferde. Ja, aber ich will... Aber was mit... Es ist echt, wirklich, wir haben diesmal... Ich verstehe das nicht, wieso joint denn jetzt niemand nach? Das ist doch, wir sind doch gerade Frischfleisch, schlechthin. Schade, aber schade, Kedos, schade. Ich will dieses weiße Ross. Ja. Und da hinten ist doch so ein braunes. So ein braunes, oh, Schoko-Schokolade, Schoko-Schokolade. Kedos, das kann doch nicht sein. Hier ist es irgendwie kalt in meinem Zimmer, mein Unterleib zittert schon wieder. Junge, mir ist richtig kalt. Vorhin war es richtig schön warm hier. Ja, ja, genau. Und dann war es passiert. Ja. Jetzt nochmal Zuckerrohr ein bisschen. Ich hol das mal. Bleib du da mal so in der Umgebung. Ich chill mal ein bisschen durch die Hood. Vielleicht findet man ja nochmal eine Base. Pferd. Oder nochmal eine Falle von Early Boy. Das wäre auch ganz schön. Ach, guck mal, hier liegen die. Die sind ja eh überall. Ja, ja, schön. Hier, guck mal, hier ist eine Werkbank. Ja, finden wir eine Falle von Early Boy als eine Base. Das ist. Pff. Ja. Wir brauchen aber ohne Spaß. Hat da gerade jemand bei dir im Hintergrund angefangen zu duschen? Nee, saugen. Okay. Also Moment, ich schneide das nachher in einer Nachbearbeitung. Ach, wir sind ja in der Mitte, mein Freund. Ja. Ich habe die Mitte gefunden. Wo bist denn du? Komm mal in die Mitte. Die ja, Mitte gut. ist, da musst du einfach zu minus 150 Z30 oder so, dann siehst du es schon. Und dann ist da die Mitte und da ist auch der Friedhof, wo die bisherigen Toten stehen. Und wir könnten jetzt natürlich auch in die Hölle gehen. Ja, wollen wir einfach mal in die Hölle gehen? Ich weiß nicht, also die Lava ist weg, die Lava ist weg. Die Lava ist weg, die ist weg. Ich hätte doch richtig gerne einfach mal so ein bisschen mehr Abenteuer, weißt du? Ein bisschen mehr Abenteuer, dass du Bock drauf. Einfach mal in irgendeine Festung. Da stehen einfach zwei Creeper am Mittelpunkt rum. So, kommst du denn mal entgegen? Ja, du, ich bin auf dem Weg. Mir kommen ja auch gar keine Mobs entgegen oder so, weißt du? Ja, mir kommt gerade mega viel entgegen irgendwie. Mir kommt auch mega viel entgegen, das war auch ironisch von mir. Das ist richtig viel, was mir entgegenkommt. Komm, dann schnetzel ich jetzt mal ein bisschen. Erstmal ein bisschen Regen, hier den Hunger voll machen. Und dann sagen wir den lieben Zombies da mal Tschüssikowski, ne? So, Kumpel, ne? Da hat er eine Lederrüstung dabei. Oh, hallo. Hallo. Hast du mir jetzt aber kurz einen Moment Angst gemacht mit deinem Schlag ins Gesicht. So, du, hast du was zu essen? Ich habe nämlich nur Gehirne. Ich habe 31 gebratene Hühnchen dabei. Ich gebe dir mal die Hälfte davon. Bitteschön. Und auch noch ein bisschen was Gebratenes davon. Also habe ich schon gedacht. Wir können uns ja erstmal kurz hier die Spinne wegkloppen. Und schön in sie reinrennen. Ich bin so geskillt im PvP, oh mein Gott. It's super amazing. Ja, gut. Wollen wir uns hier einfach so eine geschützte Chest hinbauen? Hier sind ja auch gar keine vier unsere Chest ist ja protected in der Base, logischerweise, wo unsere wichtigen Items drin sind. Guck mal, das sind die ganzen Julis Friedhof des Friedens. Das ist Polychrom, ne, der das, glaube ich, macht. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Hier liegt Shuffle LP, Denotin. Warum liegen eigentlich Dom und Stegi in einem gemeinsamen Grab? Hm. Das wollen wir eventuell mal hier irgendwie was hinbauen oder so? Ja, wir können ja noch ein Grab hinbauen und schreiben, hier liegt Concrafters Unschuld. Jungfräulichkeit. Jungfräulichkeit. Oder wir hüpfen in die Hölle. Es reizt mich schon. Also es gibt halt mega viele Level, aber es würde keinen Sinn ergeben, weil wir wollen ja eigentlich nur noch hier ein bisschen fighten, weil gut genug ausgerüstet sind. Hallo. Gehst du gerade in die Hölle rein? Mensch, ich bin aber... Geritzte. Du bist aber ein böser Bube. Wir stehen einfach direkt zu zwei von diesen verdammten Leuten. Ich komm mal nach. Ich komm mal direkt nach. Hallo. Noch tiefer. Ich hab den Erfolg erzielt. Ja, keine von diesen Pigments angreifen, ja? Ja, weil ansonsten bekommen wir Probleme. Krass Erfahrung geben, ne? Ja, aber du kriegst auch krass Erfahrung einfach durch. Wir müssen auch gucken, dass wir wieder zurückfinden. Deswegen mache ich jetzt mal hier die Koordinaten auf, damit ich mir die nachher abgucken kann, falls wir nicht mehr zurückfinden sollten. Da ist auch irgendwo ein Gast. Ich höre so einen Gast durch die Gegend. Hab die einfach mal schon mal reingeschrieben. Durch die Gegend rotzen. Ich höre einen Gast durch die Gegend rotzen. Wo wollen wir denn lang? Oh, ist das spannend, Conny. Es ist spannend. Dieses Abenteuer erleben wir. Wow, da kommt Schütze. Pass auf, dass die dich nicht treffen, Alter. Die sind mega assi. Die machen mega mies Damage. Lass mal einfach hier so ein bisschen langlaufen. Was ist da unten? Lava. Ich hab so Angst, ey. Das wäre so ein langweiliger Tod. Dadurch. So mega wo ist denn der Gast, Alter? Ich weiß nicht, ich hätte doch mal Bock, so einen Pigman anzugreifen einfach. Wo schwebt denn der rum? Nein, dann greifen uns alle an, Mann! Nein! Lass mal einfach eine Festung suchen, oder? Mal ein bisschen Höllenabenteuer hier. Ja, da unten ist irgendwas. Da ist ja eine Festung oder sowas. Wo ist denn dieser scheiß Gast, Mann? Der ist irgendwo hinter mir, ey. Weg, jetzt mach mal keine Sorgen. Nein, ich mach mir mega Sorgen. Ich bin sehr beunruhigt. Seitdem wir unser Ziel überschossen haben, bin ich einfach so entspannt. Ja, ich merk's, ne? Und gleich fällst du runter und dann ist es vorbei. Dann kannst du dir von Stegi eine Montage dazu machen lassen.
Ja, aber in der Festung waren auch schon, da waren, glaube ich, GLP und Zombie die ganze Zeit und sind durch die Gegend gehüpft, wieso? Ja, dann suchen wir hier auch noch eine neue Festung dann auch noch. Super, super, super. Einfach eine neue Festung, ja? Es gibt doch mehrere, oder? Das sind richtige Höllenabenteuer hier. Wo bist du denn? Hör doch mal auf, die ganze Zeit wegzurennen, Mann. Da können wir zusammen auch hier rumlaufen, mal so ein bisschen, ne? Zusammen so ein bisschen rumlaufen, ne? Ich sehe aber auch keinen Gast, Mensch, du. Ich sehe aber auch keinen Gast! Entschuldigung. Hier ist doch kein Gast. Kein Gast? Ja, nee, aber ich höre ihn die ganze Zeit. Wenn das der Adolf jetzt sehen würde, die Folge, ja, dass hier kein Gast ist, du, der wäre sauer. Der wäre richtig sauer. Wir sind wieder zu Hause, glaube ich, oder? Ja, wenn es hier hochgeht, kommen wir, glaube ich, wieder ins Höllenportal oder so. Ich weiß es nicht. Diese Base, die wir gefunden haben hier. Ganz schön krass, was wir hier, also ist abnormal, ey. Ist richtig, richtige Oberaction hier. Lass sie nochmal ein bisschen langlaufen. Lass sie nochmal ein bisschen durch die Gegend chillen. Wollen wir einfach so ein Ding hier mal angreifen? Kann doch nicht so schwer sein. Oh Mann. Ich seh's kommen. Ich glaube, dann attackieren einen einfach alle. Dann haben wir hier mega Stress in der Hölle. Willst du mega Stress? Ich glaube, du willst mega Stress, oder? Ey, ich habe einen Bogen, ich habe sowas von viele Pfeile. Guckst du auf die Zeit? Wie sieht's zeitlich aus? Ja, wir haben noch 30 Sekunden. Okay, dann schnell raus. Folge ist zu Ende, das ist eine Bewertung da. Wir sind gerade bei 15 Minuten 30. Jetzt bin ich schon raus, beende mir die Folge auch. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wollt, dass wir ein bisschen abenteuerreich sind, dann lasst eine positive Bewertung da und tschüss. Abenteuerreich, tschüss.